Moin Moin und willkommen zurück zu Death Door. Wir schnittern uns weiter durchs Spiel mit den kleinen Raben und haben jetzt ja gerade das Horn der Waldmutter wiedergebracht und damit hat sie dieses, diesen kleinen Dungeon freigeschaltet. Und kann man mal sehen hier draußen. Hier war das vorher so Schlingen dran, die sind jetzt da weg und wir können direkt rein. Witzigerweise finde ich, sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Ich meine, ich komme so, das geht das unter der Erde. Okay, gut. Pilzverlies. Die vergessenen Tiefen. Mal da rein. So. Hier können wir gleich schon mal unsere Tür aktivieren, damit wir da zurück können. Das machen wir auch gleich nochmal. Denn wir können uns ja ein paar Fähigkeiten kaufen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was gesammelt. Und das werden wir nutzen. Also, das ist hier unten. Okay. Das ist auch direkt hier oben. Das ist ja nicht so weit weg. So, ich weiß gar nicht. Ich glaube, viel haben wir nicht. Wie lange haben wir? Naja. Fehlt uns eigentlich nur noch 5 Stück oder so, dann hätten wir, oder 6 Stück, dann könnten wir sogar 2 Sachen verbessern. Aber die Fähigkeit des Nahkampfs, wenn du sie erhöhst, steigert das den Schaden, den du mit dem Nahkampf. Das würde ich ganz gern machen. Oder vielleicht doch die schneller können rasch aneinander geraten. Aber wir machen einmal kurz stärker. Und danach machen wir die Geschwindigkeit. Einfach aus einem einfachen Grund, dass ich finde, dass ich Gegner, wenn ich die 4 mal schlagen muss, ist das schon sehr nervig. 3 mal schlagen ist top, 4 mal schlagen ist flop. So ist mein Empfinden, ne? Ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das handhaben will. Aber ich finde das so besser. So. Falsch. Zack. Ah, guck mal, nur 2-mal. Sehr gut. Wir brauchen noch 3-mal treffen, dann ist er schon hinüber. Sehr gut. Oh. Der Froschkönig. Oi, Schnitter! Was machst du denn hier? Als meine Diener sorgten, dass in den Ruinen eine verdächtige Krähe unweisend träumt, musste ich kommen, um mich selbst zu überzeugen. Also bescheuert, den mit so einem bayerischen Akzent zu schnacken, oder? Falls du unter meiner Seele her bist, hast du Pech gehabt. Ich habe meine Macht auf faire Weise erworben. Ich nutze einfach nur das System, das deine Lords eingeführt haben. Mal sehen, du Affe. Jetzt hole ich mir das Ding hier. Wenn ich die jetzt mal zu packen kriege, dann bist du dran. Okay, 4 Dinger brauchen wir wieder. Die finden wir natürlich nicht hier, aber hier unten. Gehen wir jetzt hier rein. Ich gehe durch die erste Tür und hole mir das, was ich brauche. Oh. Hier komme ich gar nicht weiter. Könnte ich vielleicht, das ist eine fette Axt. Aber was kann ich hier? Hier kann ich gar nichts machen. Eventuell bekomme ich ja hier die Gabe zu springen, vielleicht? Ich weiß es nicht. Bestimmt Feuer muss sein. Und mit dem Feuer kann ich bestimmt. Okay, das kriegen wir nicht auf. Und wie man sieht. Ach, warte. Ah, okay. Nee, nicht okay. Ich kann die ja nicht dafür benutzen, weil ich von dieser Seite gar nicht rankomme, ne? Wenn wir von der anderen Seite machen. Warte mal. Gibt's da noch mehr Türen? Da gab's doch noch mehr Türen bestimmt hier unten, ne? Jetzt guckt der Frosch da immer noch raus. Nee. Oh, hier ist gar keine Tür mehr. Hätte ich jetzt gedacht, dass hier noch eine Tür ist? Doch, hier. Guck mal, hier ist noch ein Weg. Nehmen wir den. So, warte mal. Ach ja. Eingesammelt. Weggeflammt. Da war noch ein Weg da unten, ne? Ich meine, ich will da längs gehen auf jeden Fall. Aber hier war auch noch ein Weg. Vielleicht kann ich da noch irgendwie zu einem besonderen. Hier ist auf jeden Fall schon mal Schlüssel.
Ah, warte mal. Mal von der Seite ist besser. Okay. Wir saugen es mal auf. Perfekt. So, Schlüssel. Da oben ist noch ein Samen, den nehmen wir auch mit. Und hier geht's auch wieder raus. Ich weiß, da gab es noch einen Weg. Wir können. Oh. Oh. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Danke dir. Da können wir auf jeden Fall rein. Noch mehr? Okay, wir machen die Tür auf, ja, ne? Nee, nee, warte. Das sieht nach einem Kampf aus, da sind wir noch ein bisschen zu schwach für. Oh! Gerade bevor er zuschnappen wollte. Habe ich nochmal plump. Kann ich nur die Abkürzung freimachen? Ich könnte hier noch irgendwie so ein Sa- da. Guck mal. Gut. Alter, ist ein ganz schön große. Oh, da. Achte gar nicht auf mich. Ich gehe nur ein bisschen schwimmen. Magst du nicht mitkommen, Schnitter? Nein? Sicher ein weiser Entschluss. Ehrlich gesagt hätte ich danach versucht, dich zu ersäufen. Siehst du wohl, ich bin ganz aufrichtig. Das muss doch für irgendwas zählen. Was meinst du? Waffenstillstand? Affe, du. Jetzt kommt wieder Waffenstillstand. Das ist auf deine Nase. Okay. Oh, da ist auch noch eine. Ah, komm ich gar nicht so schnell hin, ne? Oh, shit. Ah, okay, jetzt weiß ich wie. Pass auf. Wahrscheinlich so. Okay, ich muss noch kurz runter. Oh, zwei Dinger hier? Ja. Muss ich schnell sein. Ja, noch ein Schlüssel. Noch eine Kiste. Alter, ich brauche auf jeden Fall so eine Art Karte, ey. Sonst schaffe ich das ja gar nicht hier herauszufinden mehr, wo was ist. Glaube ich. Komm denn da hoch? Komme ich denn da hoch? Aus der Frage, ne? Gut. Ach, guck mal, ich kann mal, wie war das schon mal? Wie geht's denn hier hin? Ob wir hier längs sollen, weiß ich gar nicht. Machen wir es einfach mal. Ach, guck mal. Das sieht für mich auch wie eine zweite Abkürzung aus, die wir dadurch einfach freischalten konnten. Das macht nichts. Wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall wieder runter. Das müssen einen anderen Weg gehen. Aber das ist schon mal gut. Das ist noch so ein kleiner Weg, den wir gebrauchen können. Und guck mal, hier ist, glaube ich, kann ich auf das rote Ding fallen. Kann das sein? Ja, sehr gut. Wie gut ist das denn? So, da sind wir rausgekommen. Hier wieder runter. Gut, also hier kommen wir nicht weiter, aber wir haben schon mal ein bisschen was gefunden, was wir gebrauchen können. Auf jeden Fall.
So. Jetzt haben wir das geschafft. Da oben ist noch eine Tür. Nur so viel. Da fehlt noch so viel, was wir nicht gemacht haben gerade, glaube ich. Hier hinten war auch noch irgendwas, ne? Wir gehen gleich nochmal hier längs. Ich wollte nur einmal gucken. Ich habe hier irgendwas ja einfach weggelassen. Guck mal hier. Hier. Ups. Blöder Affe, ey. Shit. Okay. So. Oh, fuck, ey. Der ist ganz schön hart, denke ich. Der gute Mann, oder? Müssen wir irgendwie anders erledigen. Okay. Aber wir sind da eigentlich relativ weit gekommen. Da ist ein Gefangener, den müssen wir irgendwie auch noch befreien. So. Hier hat der Frosch schon mal rausgeguckt. Und wir müssen aber noch wieder runter, ne? Aber hier ist ein anderer Weg. So, da links. Hier? Kurz überlegen. Da ist noch ein Weg. Da haben wir den letztes Mal genommen, den Weg. Ne, haben wir nicht. Haha. Wollen wir mal reingehen. Ach so. Ah, warte mal. Kann ich hier irgendwie auch freimachen, den Weg? Da ist der Schalter. Wie gut ist das denn? Wollen wir ganz einfach nicht machen. Theoretisch ist es schon mal eine sehr coole Abkürzung. Also keine mega lange, aber schon eine sehr gute. Komm hier runter. Hier was längst, ne? So, nochmal rein hier. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall das Ding. Oh Mann. So. Ich kann nicht so schnell abhauen, wie der auf mich haut. Guck mal an.
Oh. Komm her, du kleines Vieh. Alter, ist der hart. Was ist denn das für ein Hammerschlag da, ey? Ganz im Ernst. Bin zu gierig. Muss das vielleicht ein bisschen langsamer angehen. So, nochmal. Und jetzt mache ich das seriös. So. Oh, voll daneben geschossen. Was ist das? Ach, da läuft noch ein Viech rum hier. Ja, was ist denn? Die kleinen Viecher sind überhaupt nicht so schlimm, weil diese Soldaten da waren schon ein bisschen. Die sind jetzt nicht super hart gewesen, aber die gingen mir schon auf den Sack. So. Ersten roten Punkt für vorne. Der Lord der Türen hat im Alter den Überblick verloren. Wie konnte er es zulassen, dass unsere Türen plötzlich nicht mehr funktionieren? So, einen haben wir schon mal. Und noch drei. Die suchen wir jetzt. Kann nicht so schwer versteckt sein. So, wir sind ja gerade eben schon weitergegangen. Und deswegen sind wir hier dran vorbeigelaufen. Jetzt wissen wir aber, dass wir hier auf jeden Fall nicht längs gehen sollen. Ich weiß auch, ob ich da mal reingehen konnte, aber kann man nicht. So, wir gehen hier oben längs. Nehmen wir mit. Wo ist hier? Ah, okay. Aber das ist ein Weg. Habe ich den übersehen? Schmal, aber er ist da. Aha. Noch eine Abkürzung. Perfekt. Gut. Also gut. Gut und gut, ne? Ist auch nicht so süß. Ich weiß nicht, wofür das jetzt gut ist, diese kleine Mini-Abkürzung. Aber wenn wir sie haben, haben wir sie. So, wo geht's hier hin? Ah. Wie ich bereits sagte, Piepmatz, falls du mich entthronen willst, hast du Pech. König der Sümpfe, so nennt man mich. Seit ich an der Macht bin, ist der Sumpf aufgeräumt worden. Und jetzt floriert hier das Leben im Wasser. Diese Waldkinder und ihre Mutter standen einfach dem Fortschritt im Wege. Das war gar nichts persönlich gemeint. Ich passe mich nur der Welt an, die ihr erschaffen habt. Du und deine Lords. Hast du gesehen, wie es draußen aussieht? So ein Kuddelmuddel, ein Ödland. Seit deine Kommission das System dicht gemacht hat, kommen kaum noch neue Seelen in diese Welt. Ganze Arbeit, Piepmatz. Hm. Also diese... Oh nein! Oh, shit.
Problem. Bam! Einmal auf den Kopf und tot. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Also das war jetzt gerade keine Meisterleistung, sagen wir mal so. Aber wir kommen jetzt. So, schauen wir da hin. Gut, dass der Weg nicht so weit ist. Das freut mich so ein bisschen. So. Okay. Und einer haben wir schon gekillt. Dann holen wir uns jetzt. Die sind auf jeden Fall nervig, die müssen auf jeden Fall als erstes weg. So, und jetzt ihn hier. Oh, Mist. Schnell weg hier. Oh, komm schon. Das ist ein Ernst jetzt. Haha, er ist in den Sumpf gegangen. Der Depp. Macht der das auch? Nein, tut er nicht. Oh. Sehr gut. Das war aber nicht so clever eigentlich, aber kommt noch Leben, aber dafür haben wir die Seele hier. So, nächste Tür. Wir verrotten für immer in diesem Kerker. Hier unten gibt es nichts als Dreck, Unrat und kleine Frösche. So, wir brauchen noch die nächsten beiden. Die holen wir uns jetzt auch noch. Sind wir hier reingekommen oder sind wir rausgekommen? Wieso? Wie sind wir reingekommen? Und hier können wir rauskommen? Aha. Gut, also, das war dumm. Das war nicht der richtige Weg. Jetzt müssen wir noch mal kurz ein bisschen Leben holen. Gibt es nicht irgendwo was? Die haben wir schon alle bedient, das heißt, wir können hier eigentlich weitergehen. Aber ich dachte, ich könnte hier noch irgendwo... Ah, guck mal, das klappte sogar. So, irgendwo muss doch mal gleich noch ein Samenspender kommen. Achso, ne, hier waren wir schon. Da kommen wir nämlich nur hoch und geben dieses Teil ab da. Beziehungsweise machen den Bereich für oben frei. Kleines Abkürzungsding. Ist hier noch irgendwas? Ja, nicht, ne?
Frage, wo wir noch hin können. Kann ich hier hinten runter, ne? Wo wir gerade eben nicht runtergegangen sind. Oh nein! Das war dumm von mir. Aber es ist der richtige Weg hier. Was steht da? Hier geht es zum Reich des Froschkönigs, okay. Dann haben wir das schon. Mist. Ja, müssen wir trotzdem gucken. Wir müssen zum Reich des Froschkönigs gehen, weil irgendwo müssen wir ja noch die letzten Punkte bekommen. Haben wir hier schon dran? Okay. Anscheinend. Oh nein. Oh nein! Shit, ich bin hier. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ah, man ist immer ein bisschen im Stress, wenn man noch ein Leben hat, so. Sondern eine Energie. Ihn wir schon befreit. Huha, ganz schwitzige Finger bekommen davon. Alle Wege aus diesem Kerker sind versperrt und die Tür zurück ins Büro ist ebenfalls geschlossen. Wir sind gefangen. Ich behaupte mal, wir bekommen noch irgendeine Fähigkeit. Oder? Dann sind wir hier oben links. Okay, aber uns fehlt ja immer noch ein Schlüssel sozusagen. Das heißt, den müssen wir jetzt noch finden. Gucken, wo der ist. Also ein Rabe, ne? Wahrscheinlich hier irgendwie links. Geht hier rüber? Ah, da kommen wir nicht durch. Ist versperrt, da brauchen wir irgendwo eine Fähigkeit, womit wir das zerstören können wahrscheinlich. Aber wo kriegen wir die her? Okay, da können wir noch nicht hin. Noch andere Wege hier. Ich habe keine mehr vor Augen. Wäre irgendwie eine Abzweigung noch verpasst, die wir nicht genommen haben? Ich weiß das gerade nicht mehr. Bin hier nochmal längs. Irgendwo müssen wir einen Weg übersehen haben. Ich frage wo? Hier? Hier haben wir doch schon. Hier haben wir nicht anscheinend. Okay. Thank you.
Scheiße, Rabe, okay. Oh. So. Der letzte. Ab zur Krähe. Eingesperrt in einen schmierigen Verlies. So wollte ich ganz bestimmt nicht sterben. So, die letzte Tür. Der letzte Schlüssel für die Tür. Und wieder zurück. So, da gehen wir beim nächsten Mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht hier unten. Bis dahin. Tschüss.